249.000 Euro. Ja, und das war der Star auf der Boot 2023. Wir sind extra nach Berlin gereist, weil das Video so eingeschlagen ist, dass wir gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall mal Part 2 drehen. Das hier hat jetzt noch ein bisschen Sonderausstattung, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber du kriegst so eine Yacht hier nicht für 1 Million oder 2 Millionen, sondern für 249.000 Euro und sie ist komplett aus GFK. Es ist wirklich der absolute Hammer. Wir sind bei Cobra Yachts und ich zeige mal gerade Andreas, der steht da schon. Ich habe mich gerade auf diesen Steg begeben, denn man kann von hier aus tatsächlich, warte mal, ich gehe mal rüber, von hier aus tatsächlich in die Ostsee fahren. Das hier ist praktisch das Venedig von Berlin. Ja, man kann von hier aus direkt in alle Richtungen fahren, ja. Guck mal hier, 249.000 Euro. Du hast das Video gemerkt, was wir gedreht haben auf der Messe. Das war eine blaue Yacht. Das hier ist die baugleiche? Nee, das ist eine Nummer größer, eine 42 Fuß. Und ja, die hat ein paar Features, die jetzt halt mit hinzugekommen sind, die wir natürlich aus Kundenwünschen mit integriert haben. So, das ist ein Haus auf dem See. Wir sind jetzt gerade hier Anschluss an den See. Da ist der Wannsee, ist direkt in der Nähe. Man kann von hier aus zum Wannsee fahren, oder? Ja, keine 5 Minuten von hier aus ist der Wannsee. Besitzt. Man kann darin leben. Also ich könnte, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt 55, oh, ich bin ja 55 und ich will nach Berlin, dann könntet ihr mir einen Liegeplatz besorgen. Ja. Ich könnte hier praktisch duschen. Da ist eine Küche mit drin, da ist alles mit drin. Richtig. Wenn man bei uns ein Boot kauft, dann kriegt man auch einen Liegeplatz. Wir sitzen zentral gelegen an der Heerstraße, keine 10 Minuten entfernt vom Kudamm und können von hier aus direkt in alle Richtungen starten. S-Bahn, U-Bahn, ne? Ja, keine 10 Minuten. 10 Minuten? Zu Fuß, ja. Das heißt, wenn ich ein Fahrrad habe, geht es direkt. Was total cool ist, das weiß keiner, was zahlt man denn für so einen Liegeplatz im Jahr? Für die Größe muss man 500 Euro über das ganze Jahr monatlich rechnen. Okay, das heißt rund 6.000 Euro, da ist aber Strom mit drin? Strom wird separat abgerechnet und Wasser ist mit drin. Wasser ist mit drin. Das heißt, ich zahle aber dann quasi ja, an einem der schönsten Plätze überhaupt, könnte jederzeit losfahren. Jetzt mal eine Frage, bei 249.999 Euro inklusive Mehrwertsteuer, ist der Motor schon drin? Da ist ein Motor mit drin, ja. Was ist denn da vom Motor drin? 80 PSer. Von Volvo? Von Yanmar. Von? Yanmar. Yanmar. Mhm. Okay, so, können wir gleich mal sehen, denn wir werden das Ding jetzt mal begehen, so wie es hier steht. Da ist eine Flybridge noch drauf mit allem drum und dran. Ihr habt ein paar schöne Sachen eingebaut, denn das hier ist ein Vorführer. Ist das korrekt? Also ja. Die Leute kommen hier vorbei zu euch und können euch anfassen. Du hast sogar ein Häuschen gebaut, eine Immobilie quasi, Cobra Yachts. Und da wären wir schon mit dabei. Das Häuschen sieht auch so aus, als ob du das aus Polen bekommen hast. Ja, das haben wir aus Polen von einer polnischen Firma bauen lassen, ja. Genau, das ist richtig cool, ja. Denn auch die Yacht wird in Polen gebaut. Mittlerweile wird irgendwie alles in Polen gebaut. Denn auch der VW T6.1 wird in Polen gebaut. Da ist ein X drauf, am riesen VW-Werk. Ihr habt eine riesen Grenze hier und seid gar nicht so weit weg von Polen. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder was? Ja, eine Stunde und dann sind wir an der deutsch-polnischen Grenze. Da warst du gestern auch? Ja, wir waren gestern bei einer Abnahme in der Werft für unsere neue Futura, die halt Ende der Woche ausgeliefert wird. Sehr geil. So, und das Ganze zeigen wir jetzt mal. Maestro Cobra Yachts, das Ganze war wirklich, ist eingeschlagen wie eine Bombe, weil die meisten Leute wirklich denken, das wäre viel teurer. Und das ist bei euch ja so. Ihr habt nur noch keinen Namen. Es gibt ja auch, ich sag mal, natürlich auch Werften und Marken in dem Yachtbereich. Die haben alte Namen, so ist es. Da zahlt es auch ein bisschen den Namen mit. Ihr seid neu auf dem Markt, relativ neu auf dem Markt, muss man sagen, oder? Ja, wir müssen uns sozusagen den Namen erst erarbeiten. Na? Und deswegen halt noch die, sagen wir mal, recht humanen Preise. Achso, in der heutigen Zeit. Du warst in der Werft, das heißt, die wird in Handarbeit in Polen gebaut. Da gibt es natürlich die GFK. Das wird handlaminiert oder wie läuft das? Handlaminiert, ja. Fast alles, so wie das Edelstahl, Plexiglas, wird alles von der Werft halt selbst entworfen und auch dementsprechend für die Yacht halt dann ausgearbeitet.
Ja, ich bin heute Morgen geflogen zum neuen Flughafen. Das erste Mal, dass ich am Flughafen war, auf dem neuen. Der ist richtig schön, wenn er funktioniert. Und ich war so gut wie der Einzige da. Ich hatte das Gefühl, der Flughafen ist nicht so stark besucht, wie sich das alles vorgestellt haben. Man kommt von Saarbrücken, ist mal in gefühlt 30 Minuten da. Also der Flug dauert länger, dauert knapp 2 Stunden. Aber es ist hier um die Ecke. Und jetzt sind wir in Berlin. Gucken uns das an. Heute ist der 19. September, Spätsommer, jetzt noch ein paar schöne Tage. Für euch ist das ja schon wichtig, dass es schön ist. Oder sind die Leute auch im Winter hier und gucken sich die Yachten an? Wir bleiben ganz, ganz lange im Wasser, das heißt fast in den Dezember hinein und gehen dann halt auch etwas früher ans Wasser. Wir sind die Letzten, die mit den Booten rausgehen und die Ersten, die wieder reinkommen, weil halt sehr, sehr viele dann natürlich fürs nächste Jahr ein Boot bestellen möchten und das natürlich auch Probe fahren wollen. Die sind absolut winterfest, das ist nämlich das Besondere. Du musst also hier nicht irgendwie die einmotten, die werden natürlich eingemottet, wenn sie nicht benutzt werden, aber ich könnte das hier auch als Wochenendhaus nähe Berlin benutzen, oder? Ja, wir haben auf der anderen Seite besprudelte Liegeplätze, die man halt über das ganze Jahr lang verwenden kann. Also da. Gesprudelte? Ja, damit das Wasser nicht einfriert, tun wir die dann halt, sobald es dann halt wirklich kalt wird, dann besprudeln mit Luft. Achso, hier ist noch Winter in Berlin, oder wie? Ja, so ein bisschen. Wir hatten ein paar Minustage, aber dadurch, dass wir halt hier in einem Kanal sind und ständig Schiffe vorbeifahren. Geht's? Ja. So, und komm, wir gehen mal hier rüber. Du hast noch zu mir gesagt, wir gehen ja nicht hier lang. Doch, wir gehen hier lang. Gucken uns das Ganze an. Ist komplett GFK. Das hier ist jetzt das größte Modell, was ihr habt, oder geht es noch größer? Nein, das größte Modell ist die Seamaster. Die steht daneben. Die hat 45 Fuß. Und das ist hier eine 12,5 x 3,90 m große Yacht. Wo geht's denn los, wenn ich sage, ich will es noch ein bisschen kleiner haben? Na, das ist die Futura 36, dann mit 11 Meter Länge. So, und die war für 100, ich glaube, 79 sowas, oder? Ja, 160.000 Startpreis. 160.000 Startpreis. So, das Ganze hat mehrere Stockwerke, das können wir gerade mal sehen. Da unten kann man zum Beispiel schlafen, da ist auch der Motor, der ist hinten, der Motor. Der Motor ist hinten. Der Motorraum inklusive halt einem Bereich, wo man gewisse Sachen dann noch, ja, hintun kann. Unterbringt. So, das Ganze gehen wir mal gerade nach vorne. Und wir sind ja jetzt nicht die Yachtprofis, muss man sagen, aber ich glaube, auf unserem Kanal lief das ganz gut, weil ich glaube, dass ihr auch speziell Leute ansprecht, die vielleicht gar nicht vorhatten, eine Yacht zu kaufen, weil sie immer dachten, die Yachten kosten so 1 Million oder so und sind dann meistens ziemlich positiv überrascht, so eine gute Qualität zu kriegen für deutlich unter 1 Million. Also wir sind ja hier noch nicht mal bei 250.000 im Startpreis, oder? Wir sprechen ja von somit eigentlich einer Hausboot/Yacht. Das heißt, einem Raum, den man so eigentlich nur auf so einem Hausboot wiederfindet. Und dann natürlich einem Design, womit man dann auch ein bisschen reisen kann. Ne? Denn wenn man halt ein richtiges Hausboot hat, ist es dann schon nicht mehr so einfach, irgendwo halt hinzufahren, anzulegen oder einen Liegeplatz zu bekommen, als wie mit einer normalen Yacht. So, das hier ist eine normale Yacht, die muss auch einen Motor haben, damit ich glaube, da gibt es so rechtliche Bedingungen, ab wann ist es überhaupt noch ein Boot, also da ist ja Motor mit drin, dann sieht die optisch natürlich auch so aus, du hast aber quasi den Raum, das werden wir gleich mal sehen, da ist so viel Platz drin, hier vorne, da ist das Sundeck, ich habe ja ein bisschen was gelernt, als ich war auf der Boot und die Flybridge. Hier vorne ist das Sonnendeck, was du mit dabei hast. Da drunter, da gehen wir gleich mal rein. Da ist wahrscheinlich die VIP-Cabin oder was ja, ist hier? Ja. So, da können wir jetzt mal reingucken. Aber das werden wir gleich alles mal sehen. Wir machen eine komplette Begehung. Die Scheibenwischer sind dabei? Ein Scheibenwischer ist dabei, ja. Gut, der zweite ist optional. Ja. Aber gut, ist ja so, da gibt es natürlich eine Aufpreisliste, aber es hält sich auch in Grenzen. Das heißt hier die Flybridge, das ist die hier oben drauf. Da ist jetzt ein zweiter Steuerstand mit dabei. Auch der kostet natürlich ein bisschen Aufpreis. Das muss man alles nicht haben, aber man wird hier schon beraten, was ist sinnvoll und was macht keinen Sinn. Denn es gibt ein paar Sachen, die kann man nachträglich schwierig einbauen. Und da macht es vielleicht Sinn, direkt ab Werk zu bestellen, oder? Ja, bei vielen ist die Flybridge ein Muss, bei uns ist die Flybridge kein Muss, gerade wenn es jetzt um die Brückendurchfahrtshöhen geht, möchten halt nicht viele
Ja, für mich ist es halt einfach, die Leiter hochzugehen. Aber viele sagen sich, nein, mir reicht halt das Unterdeck und halt dieses eingeschossige Leben. Und so eine Flybridge, die kostet schon mal 40.000 netto. So, und die kann man auch weglassen. Dadurch wird die Durchfahrtshöhe wesentlich geringer. Was ist denn eine gute Durchfahrtshöhe hier in Europa? Also für, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel auf Kanälen. Gute Durchfahrtshöhe sind 3 Meter. 3 Meter. Die Breite kein Problem für die meisten Kanäle? Nee. Die Breite spielt keine Rolle. Wie breit sind wir denn? Wir sind 3,90 Meter breit. 3,90 Meter. Mhm. Also ich weiß nur, in Frankreich kann man ja fahren ohne Führerschein. Komplett egal wie schnell. Das ist total geil. Du brauchst also auf Binnengewässern gar keinen Führerschein. Und was, ich sag mal, ist die wendig? Weil ich meine, ich hatte jetzt ein Hausboot mit dabei und da war so ein Bugstrahlruder, ein Heckstrahlruder. Kriegt man das bei euch? Bugstrahlruder ist serienmäßig, Heckstrahlruder muss man hinzubestellen, aber dadurch, dass wir das Ruder direkt hinterm Propeller haben, können wir fast an einer Stelle wenden. Cool, also muss man nicht unbedingt haben. Ich fand es aber cool, allein die Option zu haben, weil es kann ja auch schon mal sein, du hast extrem starken Wind bis in der Schleuse drin und da ist natürlich Bugstrahlruder und Heckstrahlruder Luxus, oder? Naja, die meisten quälen sich dann halt ab, ne, um, wenn man gerade halt keinen Buckenheckstrahlruder hat, sich da irgendwie fest zu schnallen an den Seiten und dann halt den ganzen Akt mitzumachen. Bei uns ist es kein Problem, dadurch, dass man halt optional auch eine Fernbedienung mitbestellen kann und somit das Boot komplett alleine in der Schleuse, also durch die Schleuse durchbekommt. So, und du gehst jetzt darüber, mach mal vor, ist ja schon eine Ecke weg. Ah, du hast einen breiten Schritt gemacht. So, das traue ich mich jetzt mal. 1, 2, 3. Ich bin drüben. Puh, das war gefährlich. Mit der Kamera und beiden Händen voll. Aber es ging. Ihr habt es jetzt genau hier auf die Ecke gelegt. Wo sind wir denn ganz genau jetzt postalisch? Also jetzt in diesem Moment. Wir sitzen am Pichelsee. Der Pichelsee, der gute alte Pichelsee. Ja, das ist keine, sagen wir mal, mit dem Boot keine 5 Minuten entfernt vom Wannsee. Vom Wannsee. Warte, ich mach dir mal Licht an, dass wir gleich mal gucken, was wir hier haben. Ja, passt. Hi. Hi. So, stell dich mal kurz vor. Mein Name ist Andreas, ich bin der Geschäftsführer der TimeTech. Wir sind der Direktgeneralvertrieb der Cobra-Yachts in Deutschland. Und ja, wir verkaufen die Deutschland, diese Yachten halt für den deutschen und Schweizer Raum. Was ziemlich cool ist, ist hier dieses Teil hier. So eine Art Badedeckel, den du aufmachen kannst, der verbreitert das Ganze. Und wenn du den nicht mehr brauchst, kannst du ihn einfach hochklappen. Zeig mal, wie das geht, bitte. So, dass man, wie, elektrisch? Hydraulisch oder wie? Das ist elektrisch. Wie cool. Und das funktioniert auch noch nach 5 Mal. Das funktioniert auch noch nach 5 Mal, ja. Vorsicht, das ist ein Kabel. Das macht nichts. Das macht nichts. Wir haben da noch einen Spalt offen gelassen, dass man da nicht darauf achten muss. Ach so, das spielt keine Rolle. Ja. Elektrisch. Und das ist Serie, elektrisch? Nein, das ist keine Serie. Die Balkone sind halt aufpreispflichtig. Jedes, sagen wir mal, die Maestro ist jetzt seit April auf dem Markt. Und jeder zweite nimmt die Balkone mit. Sehr schön. Preis von den Balkonen, was kostet die? Das sind 18.000 netto. 18.000 beide? Ja. Oder pro Balkon? Elektrisch. Nein, nein, nein. Beide Seiten kosten 18.000. Gut, muss man nicht machen, aber das wäre jetzt auch so eine Geschichte. Nachträglich geht es nicht, oder? Nein, keine Chance. So, jetzt geht man hier rüber. Da ist an der Seite den Platz, den du hier sparst natürlich, den hättest du dann später im Innenraum. Aber das macht Sinn, dass man hier lang laufen kann, gell? Wir haben im Vergleich zu der Futura und zu der Seamaster hier uns 10 cm sozusagen gespart am Durchgang, der sowieso schon mehr als breit ist, verglichen zu anderen Booten, haben aber dafür halt die 10 cm, also 5 cm auf jeder Seite in den Innenraum investiert. Komm, wir gehen mal hoch zum Sundeck. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, wenn du hier drauf bist, auf dem See. Jetzt habe ich doch tatsächlich den Namen von dem See vergessen. Wie heißt der nochmal? Pichelsee. Der Pichelsee. So, und hier oben siehst du, das ist die Flybridge. Das ist eine richtige Yacht hier, oder? Oder das ist schon, sag mal, du bist ja noch jung. Wie alt bist du? 40. 40. Und die Leute, die dich so sehen, was sagen die denn, wenn du hier, ich bin hier der Geschäftsführer einer Yachtfirma. Ist das cool? Ja, na, die freuen sich meistens halt, dass sie halt jemanden haben, der ihnen auch mitunter die Wahrheit sagt. Ne? Nicht nur verkaufen, sondern halt auch richtig berät.
Nicht, dass es nachher halt zu Diskrepanzen kommt, wenn das Boot dann ausgeliefert wird und nicht deren Vorstellung entspricht. So, das Boot ist absolut frei von irgendwelchen Einflüssen. Also hier kann es drauf regnen, hier kann es drauf schneien. Das wird wahrscheinlich die nächsten 200 Jahre halten, denn das Material ist GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff. Und man kann ihn gut reparieren, das weiß ich von den Wohnmobilen. Das ganze Boot ist aus GFK, oder? Das ganze Boot ist aus GFK, genau. Auch wenn es mal verblasst, kann man das ohne weiteres aufarbeiten, polieren und im Endeffekt sieht es dann immer wieder aus wie neu. Das heißt, ich könnte es auch zurückbauen innen und kann die Inneneinrichtung neu bauen, das würde gehen. Das würde sich sogar lohnen, ne? Ja, etwas schwierig, aber es würde funktionieren. Man könnte es machen, ja. Man könnte das halt komplett selber ausbauen. So, die Luke hier ist dabei? Die Luke ist mit drin, ja. Ich frage mal so, weil bei 249, 999, was so alles mit drin ist. Heißt, alles das, was ich sehe, ist mit drin, nur der zweite Scheibenwischer nicht. Aber du siehst hier, Funke ist an Bord. Ist es mit drin? Nein, wir haben kein Funkgerät genommen. Aufgrund dessen, wenn wir die Boote zu Mietzwecken, wenn die Leute bei uns sowas probefahren möchten, haben sehr, sehr viele keinen Funkschein. Und wenn das Boot ein Funkgerät hat, dürfen wir die Boote so dann nicht rausgeben. Okay, ansonsten müsstest du es rausnehmen, aber das Funkgerät kann man nachrüsten. Wozu brauche ich denn ein Funkgerät hier bei so Booten? Zum Beispiel, um durchs Regierungsviertel zu fahren, da muss man ein Funkgerät haben, um in gewissen Stunden halt wirklich ganz normal durchfahren zu können. Ansonsten gestatten die einem das nur zu bestimmten Zeiten. Cool. So, jetzt stehen wir hier vorne. Du hast eben gesagt, in Fuß die Länge. Wie lang ist das? Wir haben 42 Fuß. Das was ist 13,5 Meter. 13,5 Meter. Genau, das ohne Anker. Mit Anker. Dass die Leute sagen hier, das Fuß ist ja noch von damals. Aber man misst solche Yachten immer einen Fuß. Das ist so Usus, oder? Ja, man misst immer mit Fuß, ja. Okay, sehr schön. Also, wenn ich mir das Ding kaufe und ich will überhaupt nicht damit fahren, ich könnte es hier liegen lassen. Ihr könnt mir das auch festtauen und dann könnte ich hier Urlaub machen. Immer dann, wenn ich hier für 200 Euro von Berlin nach Saarbrücken fliege, hätte ich hier mein praktisch Domizil. Ja, man darf heutzutage sich auf dem Boot anmelden und ganz normal drauf leben. Krass. So, also hier könnte ich mich dann aalen. Hier vorne könnte ich dann mein Coke abstellen, was wir denn drauf hatten. Die Coke Zero. Das Horn ist dabei. Das Horn ist dabei. Horn ist dabei. So, und der Boden. Was ist das für ein Boden hier? Das ist ein Flexiteak. Ja. Dieses Flexiteak ist im hinteren Bereich Preis inkludiert. Im vorderen, im Bootbereich muss man das bezahlen. Und das, was wir hier haben, ist halt ein Flexiteak, wo wir die Spur und die Farbe der Spur halt selbst auswählen können. Ich weiß, dass Sie das rausfräsen, glaube ich, dann anschließend. Das wird schön gemacht. Was ist denn da, wenn ich jetzt kein Flexiteak bestelle? Was ist denn da drunter? Anti-Rutschfläche. Anti-Rutschfläche. Okay, so, dann gehen wir mal nochmal zurück, um die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten. Hast du gewusst, dass man Skylink mittlerweile ohne Motor während der Fahrt betreiben kann? Da gibt es ein Umbaukit. Hast du schon gesehen? Nein. Geht. Ja. Und hat einer aufs Wohnmobil geschraubt, geht weltweit. Du kannst einfach fahren und du brauchst keinen Motor mehr. Das Ding geht mit 12 Volt und funktioniert mit 130 Mbit. Hier vorne analog und digital. Das ist eine DVB-T-Antenne, die hier drauf ist. Die ist Serie. Aber das Thema Internet ist damit, hat sich quasi erledigt. Du kriegst eine deutsche IP-Adresse, kannst egal wo fahren, auf der Welt. Die meisten fahren ja nicht in die ganze Welt mit dem Ding, oder? Wo sind die denn unterwegs? Das ist ja meistens dann regional. Anfangs wird noch viel gefahren, aber im Endeffekt beruhigen sich die meisten nach spätestens zwei Saisons und bleiben dann halt in ihren Plätzen stehen, ne? Oder halt nicht allzu weit entfernt von. Warum sollte man auch weggehen, wenn man so einen schönen Liegeplatz hat wie hier und du sagst, man kriegt einen mit dabei bei euch? Also wenn ich hier einen haben will, dann kriege ich einen. Warum? Wenn ich einen kaufe. Es wird halt irgendwann natürlich langweilig. Ne? Die Leute wollen dann halt vielleicht mal die Ostsee fahren, mal den Rhein, mal in Richtung der Niederlande. Da gibt es ja auch sehr viele Seen und Flüsse, Müritz. Cool. So, was ist denn jetzt alles dabei? Ist hier die Spülmaschine dabei? Die Spülmaschine ist, das ist die Mikrowellen-Backofen-Kombi, aber darüber haben wir die Spülmaschine. Diese beiden Geräte sind leider nicht mit inkludiert. Sind aber nicht, kosten glaube ich nicht die Welt. Also das heißt dadurch, dass ich ja ganz normale Haushaltsgeräte habe oder geht's? Ja, es ist natürlich mit einem Yacht entsprechendem Aufpreis verbunden. Du willst ein bisschen Geld verdienen, verstehe ich. Okay. Ist aber okay, weil ich meine, ihr baut wirklich sehr preiswert.
Wenn du die mal gerade mal öffnest für mich, eine Fischer & Paykel? Ah nee, eine ganz normale Electrolux drin. Tut's aber auch. Muss ja nicht während der Fahrt betrieben werden. Außerdem bist du ja auf dem Boot anders wie im Wohnmobil. Hier geht's ja immer ganz sachte zu. Bisschen Wellengang und so, das macht ja nichts, oder? Wir haben ab der 170 PS Motorisierung die Möglichkeit, das Boot in B-Spezifikation zu bauen. Was heißt denn das? Das heißt, dass das Boot dann 2 bis 4 Meter hohen Wellen ab kann, was man sich aber überlegen sollte. Okay, das hier ist eigentlich gedacht, jetzt praktisch zu fahren, jetzt nicht in die Karibik, auf Hochsee, sondern das ist in wahrscheinlich Küstennähe, das ist auf Binnenstraßen, also das ist dafür gedacht, aber dafür macht es dann richtig Spaß, oder? Wie ist denn der Eindruck, wenn du hier lang fährst und kommst in die Schleuse rein, da stehen ja schon mal Leute, die denken ja alle, du hättest im Lotto gewonnen, oder? Ja, das wird halt total falsch eingeschätzt, das Boot, weil das halt natürlich aussieht wie so, als wenn man da wirklich halt eine 7-stellige Summe für blättern müsste, aber die Nachfragen, nachdem man, also das Boot, so wie es hier steht, wirklich fast voll ausgestattet, sind wir bei einer 550.000 inklusive Mehrwertsteuer. Das ist aber voll. Das ist komplett alles. 4 Klimaanlagen, 3 Kühlschränke, Stromaggregat, Spannungswandler, kein Gas mehr an Bord, 230 Volt Kochplatte. Also mehr geht eigentlich gar nicht. Das heißt also, ich kann es durch die Aufpreisliste nochmal etwas mehr als verdoppeln. So, der Vitrifrigo ist dabei. Den kenne ich schon. Bitte mach den mal auf. Der hat nämlich nicht nur ein großes Kühlabteil. Mal gucken, was ihr so trinkt. Darf ich das mal sehen? Ja. Polnisches Bier, oder? Nein, italienisches Bier. Italienisches Bier. So, und dann hast du da vorne Mint. Und da unten ist die Getränkeschublade. Der kommt tatsächlich aus dem Yachtbau, Vitrifrigo. Und also Spülmaschine habe ich schon gesehen. Ist auch eine Waschmaschine an Bord? Wir haben hier keine Waschmaschine verbaut, weil das eher... Ist aber kein Problem, würde gehen. Kein Problem. Gut. Das ist so. Eine Kläranlage, kann ich sowas kaufen bei euch? Ja. Kann man auch. Kann man auch. Das habe ich nämlich gesehen das letzte Mal. Da ist Solar, kann man kaufen. Ist da noch Platz für Solar oben drauf? Wird es eng? Wird eng. Anders würde es natürlich aussehen, wenn wir jetzt keine Fly mitbestellen würden, dann könnte man die komplette Liegefläche oben mit Solar bestücken. So, jetzt die Polster, die dürfen auch alle nass werden, das habe ich schon gesehen, werden sie aber hier drin nicht. Es ist winterfest, das heißt auch die Verglasung ist doppelt hier, das ist echt Glas alles. Das ist echt Glas, ja. Gut. Ist das schwer zu heizen im Winter oder ist das kein Thema? Na, wir haben hier eine Webasto, also eine Ebersbecher-Heizung. Man kann auch 2 Stück bestellen für die Kojen und auch den Salonbereich. Aber man könnte unter Umständen, so wie das Boot hier auch ausgestattet ist, auch mit den Klimaanlagen das Boot beheizen. Als Wärmepumpe. Ja, also wenn es sogar, das geht sogar sehr, sehr weit runter. Also man kann bei minus 20 Grad die Dinger sogar mit der Wärmepumpe beheizen. Klappt übrigens super. Haben wir jetzt gemacht auf dem Hausboot. Da war nämlich eine Wärmepumpe drin. Und das hier ist der Küchenblock. Klein, aber fein. Wenn du dich mal gerade daneben stellst, dann sieht man, wie groß der ist. Du bist wie groß heute? 1,80 Meter. 1,80 Meter. Und da siehst du, das Ganze ist gaslos hier. Gibt es überhaupt noch Gas auf Schiffen? Standard wird Gas verbaut. Ist aber, sagen wir mal, nicht mehr so gesehen in den Marinas, ja, weil es zu Problemen führt. Die Leute führen die Gasabnahmen nicht durch, die Wartungen werden nicht eingehalten. Mhm. Und ja, man muss sich halt da strikt daran halten, auch aus versicherungstechnischen Gründen. Und deswegen bieten wir den Kunden halt hier an, kostenlos 230 Volt. Elektro-Haushaltsgeräte, ja. So. Die Bohrtechnik habe ich schon gesehen. Victron Energy habt ihr hier mit verbaut. Die Batterien, was ist hier verbaut, Serie? Wir haben hier fast 1000 Amperestunden an AGM, ja. Oder? Ja. AGM-Batterien, gut. Ich muss ja nicht aufs Gewicht achten. Oder doch? Ja, so ein bisschen müssen wir schon aufs Gewicht achten, aber desto, sagen wir mal, tiefer das Boot im Wasser steckt, desto weniger wellenanfälliger schwankt sind es. Wir. Ja, schwankt das. Ich weiß noch, bei uns
gibt es ja ein Boot, das liegt an der Saar. Das wurde ausbetoniert, damit es nämlich schön in der Saar liegt. Das fährt auch nie wieder irgendwie. Jetzt sieht man hier vorne, also da oben ist die Leiter zur Flybridge, alles Edelstahl. Das Ganze ist ja darauf gebaut, wenn ich ja jetzt nicht in Salzwasser fahre, das ja nochmal extrem aggressiv ist, wird es wahrscheinlich ewig halten, oder? Das heißt, es wird das mich überleben. Das macht keinen Unterschied. Das bekommt die Werft bekommt zwar eine Lieferadresse mit, wohin wir ausliefern, aber das spielt keine Rolle. So, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich hätte das gerne in San Remo, wäre das kein Problem, dann kommt das Boot nach San Remo. Ja, das wäre kein Problem. Über Land, oder? Über Landweg, ja. So, was ist das hier? Das sieht schön aus. Man kann sich da hinsetzen und... Ja, wir haben eine Lounge entworfen, wo man halt in beide Richtungen sitzen und auch eine Liegefläche draus bauen kann. Man könnte dann halt hier einen Tisch hinstellen, zwei Stühle und dann halt hier an dieser Stelle dann noch die Möglichkeit haben zu frühstücken. Serienmäßig kommt das Boot aber mit einer Reling. Das heißt, wir haben keine Lounge hier an dieser Stelle zu stehen, sondern eine ganz normale abschließende Reling, die dann natürlich halt drei Ausgänge hat, womit man dann vom Bord gehen kann. Sehr schön. So, jetzt stehe ich hier am Ende des Pilchersees? Des Pichelsees. Pichelsees. So, und das Ding kann ich umbauen. Das heißt, da könnte ich jetzt eine Liege draus machen. Könnte zum Beispiel das Mittagsschläfchen halten. Habt ihr Stechmücken hier eigentlich am See? Nein. Gar keine? Wenig. Krass. Echt? Es gibt Stellen, wo wir halt mehr und weniger Mücken haben. Und hier sind weniger? Ja, auf dieser Seite ja. Okay, deswegen liegt der auch hier. So, das Ganze ist überdacht. Da ist eine Stereoanlage mit drin. Habe ich eben schon gesehen, wie das ist. Und das Ganze hier kann ich hochklappen und kann dann später das Boot auch ein bisschen kürzer machen dann, oder? Wir können diese Fußablage hier sozusagen einklappen. Dann hätten wir ganz normal einen Sitz. Aber die Plattform ist jetzt bei diesem Boot nicht absenkbar. Okay, weil hier vorne noch ein Scharnier war. Deswegen kam ich da drauf. Okay, habe ich soweit verstanden. Dann, ja, bevor wir jetzt innen mal gucken, gehen wir am besten mal hoch. Denn der Vorteil ist natürlich von der Flybridge. Kann ich die demontieren, wenn ich jetzt unter einer Brücke durchfahren muss? Wir können das Cabrio einklappen. Aber wir haben hier bei diesem Boot irgendwo eine Höhe von 3,70 Meter mit Fly. So, und das Coole ist, es gibt eine Reihenfolge, wie man hier drauf treten muss. Muss ich mich jetzt mal dran gewöhnen. Ich gehe mal hoch. So, einmal so. So. Also man geht immer gleich eine ganze Stufe. Und jetzt stehe ich über den Dingen. Und allein das ist ja schon jeden Cent wert, oder? Ja, wir haben hier, würde ich sagen, nochmal eins draufgelegt im Vergleich zu dem Modell der Seamaster, die vor 3 Jahren auf den Markt kam. Aber dadurch, dass halt sehr, sehr viele hinten eh einen Bereich haben möchten, wo sie halt unter der Sonne oder im verdeckten Bereich sitzen, haben wir gesagt, wir ziehen die Flybridge bis komplett ans Ende des Bootes durch und haben dadurch halt eine riesen Sitz- und Liegefläche geschaffen. Das ist ja mega. Das ist ja riesig. Also wir haben ein kleineres Boot, wie jetzt unser größtes Modell, wie die 45er. Aber haben wir viel mehr Platz. Ja, wir haben viel mehr Platz. Komm, wir setzen uns mal dahin. Oh, wahrscheinlich stehe ich gar nicht mehr auf. Weil irgendwie das Wetter ist so schön, Spätsommer. Jetzt sitze ich jetzt gerade hier. Boah, das Ding ist ja richtig groß. Und du kannst es nochmal verbreitern. Wir können hier den Tisch nochmal öffnen. Sag mal, die Zulassung, wie viele Leute dürfen denn aufs Boot zeitgleich? Ist für 10 Personen zugelassen. So, 10 Personen. Es geht sofort unter, wenn 11 Personen draufgehen. Nein. Also auch wenn man hier mit 12, 14 Personen drauf geht, wenn die natürlich an einer Stelle stehen, wird das Boot in diese richtige Sichtung dann neigen. Ne? So, aber das kriege ich ja alles mit. Ja, ich war am Anfang, war ich so ein bisschen verwundert, Hausboot und so, hatte großen Respekt davor. Dann haben die mich irgendwann mal alleine losgeschickt. Irgendwann ist ja immer der Punkt, wo du alleine fährst und dann war man auf sich gestellt. Man sollte ein bisschen üben, habe ich gemerkt, weil zum Beispiel allein der Motor geht ja, wenn du nach vorne drückst, geht es nach vorne und nach hinten ziehst nach hinten. Wenn man da Hektik kriegt in der Schleuse, du bist des Öfteren in der Schleuse schon mal gewesen, oder? Ja, also es ist so, wirklich ohne Buckenheckstellruder macht sich das einfach schwer. Aber desto größer das Boot und umso schwieriger es ist, desto weniger ist es halt windanfällig oder desto träger reagiert es.
Und gerade wenn man, so wie wir halt in der Seamaster und auch in der Maestro gleich die großen Bugenheckstahlruder montieren, hat man dann auch wirklich die volle Kontrolle über das Boot, auch wenn man alleine ist. Das funktioniert richtig gut. Dazu gibt es natürlich auch ein System mit Kameras, dass ich alles auch hinten sehen kann, oder? Man kann eine Kamera zubestellen, ja. Wenn man das will. Ja. Also kann ich ja nur vom Wohnmobil, wenn ich rückwärts fahren will ich ja sehen. Genau. Bin vielleicht ganz allein und so. Der Motor selber, langt das? Die, ich sag mal, Motorisierung, gibt es da einen größeren? Wir starten mit 80 PS. Wir starten mit 250.000 Euro mit einem Boot, was halt dann fahrtauglich ist. Funktioniert. Ja. Das Gewicht, was wiegt das? Wir sind dann irgendwo bei 11 Tonnen. Geht ja. Also 11 Tonnen, das heißt, es liegt satt im Wasser. Hier habe ich da eine Luke, die kann ich zumachen. Also das gefällt mir schon ziemlich gut. Die Reaktion der Leute... Die suchen ja dann den Haken bei dem Preis, oder? Das heißt, die fragen dann, habe ich da irgendwelche Einbußen? Muss ich, ist vielleicht die Wandung vom GFK dünner oder so? Nein, wir haben einfach einen Preis, der halt, sagen wir mal, mit einer Ausstattung beginnt, wo dann aber trotzdem immer noch ein paar Wünsche hinzukommen, die dann den Preis natürlich etwas erhöhen. Das ist genauso wie im Kfz-Bereich. Man startet mit einer Serienausstattung, dann kommt vielleicht noch eine Klimaanlage oder ein Stromaggregat hinzu und schon hat man etwas. Die Leute scheinen aber zufrieden sein. Ich finde kaum gebrauchte Yachten bei euch bei eBay Kleinanzeigen. Also die oder das ist so. Das heißt, die Leute, die die kaufen, warten wie lange eigentlich, bis sie gebaut ist? Wir haben momentan 7 bis 8 Monate Lieferzeit. Und Gebrauchtboote gibt es deshalb nicht, weil wir natürlich keine 100 Stück produzieren. Wir fertigen zwischen 35 und 40 Yachten je nach Modell im Jahr. Und ja, dadurch, dass die Qualität mehr als zufriedenstellend ist, ist es auch sehr, sehr schwer, ein gebrauchtes Boot zu bekommen. Weil wenn mal eins auf dem Markt ist, dann ist es wirklich binnen 1-2 Wochen dann auch wieder verkauft. Weg. So, jetzt gucken wir mal gerade, ob da ein Steuerstand drin ist. Der zweite Steuerstand ist ja optional. Das heißt, ich kann die Flybridge, ist ja immer ein Steuerstand dabei oder kann ich da ohne haben? Die Flybridge ist normalerweise eine komplett ebene Fläche, wo wir dann in etwa eine Durchfahrtshöhe haben von 3 Meter. Und die Flybridge, so wie sie dann halt hier zu sehen ist, aber natürlich ohne Grill und ohne Bodenbelag, nur eine Anti-Rutschfläche, ist dann aufpreisbedingt und man hat dann auch einen zweiten Steuerstand. Okay, verstehe. Da vorne ist ein Kühlschrank, Dometic. Zeig mal bitte, man will ja sein kühles Bier haben. Oh, da ist eine Außenküche mit einem... Feld von Chandren, finde ich gut. Und da vorne ist auch schon die Cola kalt. Ja, wir haben hier einen Elektrogrill, warm Wasser und halt noch einen zusätzlichen Getränkekühlschrank. So, und auch das ist natürlich so winterfest, da kann nichts passieren. Es könnte nur hier oben einfrieren. Das heißt, das kann ich aber entsprechend entleeren, oder? Wir müssen die Boote dann natürlich irgendwo etwas winterfest machen, auch im Außenbereich. Da ist aber jemand, der erzählt mir, wie das geht. Ja. Richtig. Okay, so, dann gehen wir mal runter. Tipp ist wahrscheinlich rückwärts runtergehen, oder? Eigentlich vorwärts. Ja. Oh je. Mit der linken Hand am Geländer und dann links. Ja, das sagst du so. Warte mal, ich habe hier das Mikro. Warte mal, ich krieg das hin. Warte mal, also vorwärts, da einmal so. Ich komme mir vor, wie, als wäre ich original 30 Jahre älter gerade. Aber wenn ihr mal beide Hände voll habt, dann laufen wir trotzdem vorwärts. Ja, laufen wir trotzdem vorwärts. Und es funktioniert. Also es geht. Mal gemacht hast? Ja, ich habe ja normalerweise auch beide Hände frei. Ja. Das war immer so schön auf der Boot, wenn wir da rein sind. Was ist hier drunter? Sieht aus wie der Motor. Wir haben hier den Motorraum, wo wir natürlich auch gewisse oder sehr, sehr viel verstauen können. Oh ja, da könnte man noch eine ganze Fußballmannschaft unterbringen. Der ist ja handlich, der Motor, oder? Das ist jetzt ein 170 PSer Yanmar Dieselmotor. Das ist so die häufigste Motorvariante, die mitunter bestellt wird. So, wenn der läuft, werden die Batterien aufgeladen? Die werden mit aufgeladen, wenn die natürlich irgendwann mal alle sind, weil wir natürlich sehr, sehr viele Haushaltsgeräte verbaut haben, die ihre Stromabnahme haben, ist es dann selbstverständlich auch irgendwann notwendig, das Stromaggregat einzuschalten, wenn man dann halt... Das ist wo, das Stromaggregat? Das Stromaggregat sitzt links hinterm Boiler. Jetzt hier. Okay, ich sehe es. So, und das kann ich laufen lassen, macht mir Strom, wenn ich jetzt keinen Landstrom habe. Wir sind ja hier am Landstrom, der Landstromanschluss ist ja dabei, oder? Der Landstromanschluss ist dabei, ja. Gut. Wenn ich blöde Fragen stelle, ruhig treten. Also dann kannst du mich... Also hier, das riecht auch sauber, alles GFK.
Kann das sinken, das Boot? Ich glaube, ich glaub, jedes Boot kann sinken. Aber kann sinken, ja. Ja, hat das so Schotten oder wie läuft das? Es kommt natürlich darauf an, wo jetzt halt und wie groß der Schaden wäre, wie viel Wasser da reinkommt. Wenn die Bilgen dann halt irgendwann nicht mehr in der Lage sind, das Wasser abzupumpen, dann... Achso, sind Pumpen dabei? Ja, zwei Bilgepumpen sind dabei. Gut. Das kann man aber schön reparieren dann. Das heißt, also man kann sie dann rausheben. Ist natürlich keine schöne Geschichte. Passiert oft oder bei euren Kunden eher selten? Also bei uns noch nicht. Bisher ist noch keine Kobra untergegangen. Ich wollte es ja nur mal wissen, so wie es da ist. Gut, dann gehen wir mal, machen wir eine schöne Roomtour. Das Ganze hier kannst du schließen, das ist ganz interessant, denn hier vorne hast du nämlich einen Gaslifter, nach dem Azubi bitte. Und wenn ich dann abends dann doch zwei, drei Mücken da sind, dann kann ich das zumachen. Fliegenschutz habe ich auch, wie ich sehe. Sehr schön. Nicht in der Serie. War ja klar. Ja, was sollte. Aber es ist schon relativ drin. Aber die allerwenigsten bestellen das wahrscheinlich nackt, sondern es gibt so ein paar Sachen, die man immer mitnimmt. Man kann es aber schön individualisieren. Die Schiebetür ist mit dabei. Hier vorne ist noch ein Sichtschutzrollo von oben nach unten, Privacy. Und komm, wir gehen mal rein. Dann habe ich hier auf der Seite, gucken, was hier drunter ist. Ist das nochmal ein Kühlschrank da? Ja. Das ist nochmal ein zusätzlicher Getränkekühlschrank. Darf ich den mal sehen? Ja. Mal kurz mal öffnen. Also der ist hier unten drunter. Wie cool, überall Bier. Überall Bier, ja. Das finde ich gut. Hier bin ich zu Hause. Klimaanlage, hast du eben kurz erwähnt. Das heißt, da ist eine Split-Klimaanlage drin wie zu Hause. Sowas Ähnliches. Wir haben wir haben den Salon und jede einzelne Koje separat klimatisiert. Gott, jeder kann das dann einstellen, wie er es will. Ja, genau. Und die Power ist dann auch genügend, dass man, auch wenn es sehr heiß ist. Sicherlich haben wir andere Temperaturen bei uns hier in Deutschland wie jetzt auf Mallorca. Aber auf Mallorca müsste man dann für den Salon nochmal, sagen wir mal, die Tropic-Variante mit auswählen. Die kann man bestellen? Ja. Gott. Okay, verstanden. Hier kann man sich hinsetzen. Und ist das auch gemütlich hier? Habt ihr hier schon mal Party gemacht? Ja, das ist jetzt, sagen wir mal, nicht die Länge, um jetzt hier nochmal zu schlafen. Bei der Seamaster hätten wir hier eine richtige Schlafmöglichkeit von der Länge her. Bei der Maestro ist das etwas kleiner. Man kann aber hier auf dieser Seite einen höhenverstellbaren Tisch bestellen, wo man dann auch nochmal ein separates Bett. So, das würde ich auf jeden Fall mitbestellen. Habe ich bei den Wohnmobilen immer mit dabei. Also einen höhenverstellbaren Tisch. Elektrisch oder wird der runtergedrückt? Nee, das wird dann manuell runtergeschoben. Gott, okay. Aber das Ganze, die Ausführung ist natürlich wesentlich massiver als im Wohnmobil, weil du ja aufs Gewicht nicht so achten musst. Das ist hier drin. Dann hast du hier so eine indirekte Beleuchtung nachts, finde ich auch ganz gut. Und jetzt kommen wir mal zum Steuerstand. Da ist hier so ein iPad-ähnliches Ding, aber das ist ja alles hier kein Spielzeug, sondern was ich gelernt habe, so Schifffahrt, das ist ja alles professionell. Ja, das ist ein Raymarine Axiom-Gerät, ein 12 Zoll. Ein kleines ist halt inkludiert im Preis, aufgrund dessen, weil wir von diesem Kartenplotter dann das gesamte Boot steuern. Kann ich sehen, wie das Ruder steht auf dem Gerät? Wir können sehen, wie das Ruder steht. Wir haben hier die Ruderstandsanzeige. Das fand ich immer wichtig, weil du siehst das Ruder ja nicht mehr, wenn du fährst. Also bei dem anderen konnte ich sehen, da hat man eine Kamera aufs Ruder gerichtet und dann konnte man das sehen. Aber die Profis, weil wenn das so träge ist, sollte man schon wissen, wo man hinrudert, oder? Beim Geradeausfahren wird man sicherlich merken, wie das Ruder steht, aber wenn man jetzt einparkt rückwärts, spielt das eigentlich hier keine großartige Rolle. Was ich gelernt habe auf meinen Reisen ist, das Boot hat keine Bremse, sondern es bremst dann auch nicht direkt, sondern wenn man zum Beispiel Hektik und Panik hat, ja, das übt man aber alles. Das heißt, also wenn man nicht gut ist, am besten langsam fahren, ja. Sich ein paar Sachen angucken und das ist der Gasgriff. Das ist das elektronische Gas. Standard ausgeführt mit einem Gaszug. Ein Gaszug. Ein Seilzug. Okay, cool. Also das heißt, wenn ich jetzt zurückziehe, fährt es rückwärts. Und nach vorne geht es vorwärts. Ja. Ist genau umgekehrt, als wie man denkt. Ja, man muss da also drauf achten. Seitenspiegel, kann man sowas kriegen? Habe ich jetzt gesehen, elektrisch gibt es sowas mittlerweile. Kann man einbauen? Wir haben die Möglichkeit, über den Kartenplotter dann halt Kameras anzuschließen, die in jegliche Richtung zeigen. Also das fand ich immer ganz gut, wenn man jetzt unterwegs ist, hatte ich hier, ich sag mal, ist nicht so schön, ist ziemlich hässlich sogar, hatte ich hier einen Spiegel dran, da konnte ich aber zurückgucken, wie parke ich rückwärts ein und so weiter.
weiter. Also das ist auch eine ganz nette Geschichte. Das hier ist das Bugstahlruder. Das ist das Bugenheckstahlruder. Das ist ja cool. Stern, das kennt man. Oder Stern. Ja, wir verbauen halt fast alles vom Vetus. Funktioniert. Funktioniert. Und Yanmar, das klingt irgendwie aus Japan. Ja, das ist ein japanischer Hersteller, der mitunter auch Baumaschinen. Ich fliege jetzt nach Japan. Ich bin mal sehr gespannt. Also das erste Mal in Japan in meinem Leben. Fusion kenne ich übrigens auch, denn das kommt demnächst in eins meiner Reisemobile rein. Das ist Standard hier. Das ist ein Sirius XM, gibt es in Amerika nur. Aber das Coole ist, das ist so eine Art Bluetooth-Box-Lautsprechersystem, was in der Seefahrt, glaube ich, Standard ist. Also diese Teile von Fusion hat jeder. Ja, bei uns ist es das Fusion, dieses hier mit Bluetooth-Anbindung, leider auf Preis. Ja, macht ja nichts, aber kriege ich. Ja, gut. Man kann ja auch eine Bose Soundbox, aber wie gesagt, kauft euch das Fusion, das ist richtig cool. Die Lautsprecher sind auch dabei? Die Lautsprecher sind dann auch mit dabei, ja. So, und das hier ist das Steuer, das ist aber Serie, das kommt so mit. Das ist Serie, die gesamte Konsole ist so Serie, was halt auf Preis gebunden ist, ist das Sturmalgard, das bessere Radio. Die Bugstahlruder ist halt das vordere Serie, das Heckstrahlruder ist halt Aufpreis und der Fernseher ist leider auch Aufpreis. Ja, gut, darauf kann ich dann gerade verzichten, weil ich gucke nämlich gar keinen Fernseher, ich habe einen Beamer. Und Okay. Ich habe einen neuen Beamer, da werden wir ein Video in Kürze veröffentlichen, der zieht dir die Schuhe aus. Sowas hast du noch nie gesehen. Dreifach Laserbeamer, 4K. Tageslichttauglich. Okay. Ist der Oberhammer, kostet 2000 Euro und macht abends 40 Quadratmeter. Das ist der Hammer. Du musst irgendeine Wand holen. Aber der Fernseher finde ich cool. Der ist genau an der richtigen Stelle da. Weil man braucht diesen Winkel nach oben, damit man sich nämlich nicht, wenn man hier sitzt, das Knick irgendwie bricht, wenn man da hier reinguckt. Sag mal, das macht schon Spaß hier, wenn du hier da bist. Hast irgendwie hier. Ich nehme an, du hast einen Sohn, du bist verheiratet. Ja, zwei Kinder, Frau. Die können sich natürlich hier in die Kabine verziehen und dann ihre Sachen schauen. Sag mal, Sonnenschutz, Blende, das machst du hier mit den Teilen? Mit den Plissés. Wir können hier 63 Grad die Plissés herablassen, sodass wir einen kompletten Sichtschutz haben. Schön. So, 230 Volt an Bord. Ah, ein Wechselrichter ist Serie. Wechselrichter ist auch Aufpreis. Wir haben zwei Batterien, die wir halt serienmäßig verbauen. Wir bekommen halt für diese 250.000 ein Boot, was halt komplett funktioniert. 12 Volt ist dann an Bord. Genau. Das heißt, ich habe 12 Volt mit dabei und klar kann den wählen. Brauche ich einen großen Wechselrichter, einen kleinen Wechselrichter, brauche ich das und dies und jenes. Genau. Normalerweise habe ich ja auch Landstrom. Und sobald ich, also die 230 Volt Steckdosen sind ja an Bord. Die sind alle schon da. Und sobald ich Landstrom habe, sind die auch bestromt, nehme ich an. Mit 230. Dann haben wir auch die Leistung, um halt ganz normal 230 Volt abzuverlangen. Ne? Die meisten, die meinen Kanal gucken, sind ja keine Spezialisten für Boote. Deswegen stelle ich manchmal so blöde Fragen. Das ist wie beim Wohnmobil. Da kriegst du halt die 12 Volt, 230 Volt Variante. Kaufen die Leute Wechselrichter meistens dazu? Bei dieser Klasse fast jeder, ja. So, aufs Klo gehen kann man auch und da werden wir jetzt viele Gemeinsamkeiten gleich mal sehen. Also ich fasse mal zusammen, du kannst das Ding fahren, das Ding hat richtig Power, fährt sich's denn gut? Weil ich habe so Stahljachten gefilmt von Linsen und da sagen die alle, ja die Linsenjachten, die drehen sich schon fast in die Richtung, wo man denkt, die lassen sich gut fahren. Ist das gut zu fahren, das Boot? Dadurch, dass wir den Propeller, also das Ruder direkt hinterm Propeller haben, hält er absolut den Kurs. Das ist gut. Also ich muss nicht dauernd korrigieren. Nein, das ist nicht so wie bei den Außenbordern, wo man nonstop links und rechts wieder auskorrigieren muss. Das war mit dem Hausboot schon so, dass du eigentlich permanent am Korrigieren warst und so. Mhm. Autopilot auf Wunsch, kriegst du was? Ja, ist möglich. Die Frage, ob das Sinn macht auf dem Schiff, aber das wird man dann sehen. Also wenn ich das kriege, Edelstahlkanten, das fällt mir auf. Das Holz ist echt hier am Eingang? An dieser Stelle verbauen wir echtes Holz, ja. Der Boden, was ist denn hier verbaut? Ist es Vinyl? Das ist Vinyl, ja. Gut, sehr schön. So, wir gehen mal runter und jetzt sehen wir gleich, ihr habt den Möbelbau. Ihr baut denn selber den Möbelbau? Das macht alles die Werft hauseigen, ja. Boah, ist das schön. Also ist hier Hochglanz in
Magnolie, würde ich sagen. Ist das hier ungefähr? Ja, das ist eher so auch wieder jetzt durch die Sonneneinstrahlung wirkt es wie ein Gelb, aber das ist so ein ganz, ganz helles Cappuccino. Schön. Also ich würde es genauso nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die das hier so sehen, wie es hier ist, genau sagen, genauso hätte ich es gerne. Was kann ich denn wählen? Kann ich zum Beispiel draußen die Farbe wählen, die Außenfarbe? Bei der, also die Außenfarbe ist halt aufpreisgebunden, Standard ist ein Weiß. Aber was jetzt den Innenausbau und die Materialien angeht, haben wir bei, wenn wir die Premium auswählen, fast alles die Möglichkeit, so auszuwählen, wie man es sich wünscht. Das heißt, ich kann hier die Lederfarbe bestimmen. Ja. Die Steppung auch? Ja, die Steppung auch. Wie cool, echt? Ich weiß das, weil wir haben bei Volkner nämlich, der hat mir erzählt, er hat eine neue Steppmaschine gekauft, High-End, ja. So eine 3D-Schlag-mich-tot, so eine Plateau-Steppmaschine. Und da habt ihr wahrscheinlich auch hier das hier reingesteppt. Das heißt, ihr könnt es halt einfach, oder? Ja, das, also dieses Material, diese Matratzen, das lassen wir von der Firma machen. Aber alles, was jetzt die Wände angeht, das wird halt von der Werft selbst gemacht. So, das ist jetzt relativ leer, aber trotzdem ist die Akustik gut. Es riecht nicht nach GFK, das gefällt mir auch. Das Boot ist relativ neu. Das Boot ist jetzt knapp 2 Monate alt, aber wir haben es halt sehr, sehr gut gelüftet. Das ist gut. Also ich kenne das anders. Also oft hast du GFK-Boote, da riecht es dann sehr auffällig nach Lösungsmitteln, aber hier gar nichts. Und dann der Boden, das ist ein Einlegeboden, nehme ich an, oder? Ja. Das ist ein spezieller Yachtteppich. Den man, also wir haben den jetzt halt nicht fest integriert, wir haben den reingeklebt auf doppelseitigem Klebeband. Das heißt, wenn auch irgendwann dieser Teppich einem nicht mehr gefällt, kann man den halt abziehen und hat darunter ganz normal einen Vinylboden. Ist auch gut bei dem Vorführer hier. Also wenn der irgendwann mal rauskommt, kriegt der Kunde einen neuen Boden, ja, und der wird er gereinigt, fertig. Genau, wenn auch mal was ausgießt und der Teppich dann mal defekt ist, also einfach nicht mehr zu reinigen ist, dann schmeißt man den raus oder tauscht den aus. Das Coole habe ich gemerkt beim Boot, das Wasser kriegst du aus dem Fluss. Ihr könnt das Wasser mit einer Zusatzanlage aufbereiten, oder? Was aus dem See kommt, würde es gehen? Also er schluckt einmal kurz, weil ich habe so eine Wasseraufbereitung mal gefilmt. Das funktioniert, also sehr aufwendig, aber es geht. Also wir haben hier momentan ein etwas anderes Problem bei uns auf dieser Seite. Wir haben ein Algenproblem. Und ich glaube nicht, dass man das halt, also das wäre sehr, sehr aufwendig, um das Wasser von draußen hochzupumpen und dann zu filtern. Auf der anderen Seite, heißt es am Tegeler See, da wird das Wasser gefiltert. Das würde sicherlich kein Problem sein, das dann halt dementsprechend jetzt für den eigenen Verbrauch hier zu filtern. Aber hier auf dieser Seite denke ich mal, dass man große, sehr, sehr große Probleme mit hätte. Tankvolumen, was hat er? Serienmäßig 300, Aufpreis 500. 500 Liter. Wasser, ja. Damit käme ich. Kriege ich einen Festanschluss eigentlich auf Wunsch? Gibt es sowas hier? Oder? Ja. Ein Wasserfestanschluss, ja. Geht, oder? Geht, ja. So, Fernseher ist hier. Dann hast du auch einen Schrank, Kleiderschrank? Wir haben hier einen Kleiderschrank. Sehr schön, mit Gasdruckfeder. Genau. Hier auch nochmal 2 Schubladen. Gut, das heißt, also hier könnte ich mir mein Ballkleid reinmachen. Dann kannst du hier zumachen, bitte mal das. Schließen das Plissé. Gucken, wie schön das läuft. Oh ja, wie von Geisterhand. Bitte nochmal aufmachen. Und wenn ich jetzt lüften will, einmal querlüften, mache ich hier das kleine Fensterchen, genau, auf. Und einmal oben auf und gut ist. Cool. So, und dann habe ich hier ein Queensbett. Und Bettmaße, was habe ich? 1,40 Meter mal 2 Meter. Gut. Und warte, ich guck mal gerade. Ist da drunter noch Stauraum unterm Bett? Wäre optional möglich. Gut, ich komme mal hier drunter, indirekte Beleuchtung und da vorne noch ein Spiegel, dass ich mich sehen kann. Und hier blicke ich dann quasi auf den Namen vom See? Pichelsee. Den Pichelsee. In 10 Minuten vom Kudamm weg. Ja. Mit echt? Aber Auto. Also im Auto. Mit Auto, ja. Ich dachte mal, Fahrrad. So, jetzt mal gucken. Also, gerade eben sind wir ja hier. So, und dann das Highlight natürlich, das Badezimmer. Und da hast du eine große Dusche mit drin. Das warme Wasser wird über 230 Volt gemacht, nehme ich an, Boiler. Ja, oder halt über den Motor, wenn wir halt den Motor eingeschaltet haben. Da wird es hin über einen Tauscher, Wärmetauscher. Ja. Hm, genau. Okay, das Klo, Schwarzwang? Schwarzwasser? Nein, fast alle Boote, fast alle Eigner bestellen sich jetzt die Boote halt oder die Toiletten so, dass wir das Wasser aus dem Frischwasserbehälter reinpumpen, weil wir die Erfahrung gesammelt haben, dass das halt irgendwann anfängt zu miefen.
Nein, ich meine, das fertige Produkt, was ich produziere, wo geht das denn hin? Das geht aber in den Schwarzwassertank. Das geht in den Schwarzwassertank, ja. Okay, das war die Frage. Das heißt, ich spüle mit Frischwasser und nicht mit Grauwasser. Mhm. Okay. Das Grauwasser geht in den Fluss oder hier in den See? Das Grauwasser geht halt, ja, in den Fluss. Das ist erlaubt, weiß ich. Das habe ich nämlich auch gelernt. Man darf, glaube ich, sogar das Schwarzwasser entsorgen in einem Fluss. Ist auch erlaubt. Ja, ist auch erlaubt. Ja. Ist übrigens auch überhaupt kein Problem, weil das so wenig Boote sind und der Fluss so viel Wasser hat. Ganz ehrlich, ich habe aufgehört, darüber nachzudenken, weil die Enten, die dir regelmäßig nämlich auch hier vorne andere Sachen machen, die Fische, die dürfen ja auch kostenfrei. Du denkst da anders drüber, ne? Ja, das ist nicht so schön, wenn man dann baden geht und dann mit dem Gedanken halt schwimmt, dass der andere da aufs Knöpfchen geht und einem was dann vor der Nase lang schwimmt. Also ja gut, aber in der Saar bade ich nicht so oft und ganz ehrlich, wenn da mal ein Schiff am Tag rauf und runter fährt, also da glaube ich, nach ungefähr 20 Metern hat es sich verdünnt. Wir werden das Thema wechseln. Sehr schön, du hast mich da, aber du weißt, wie ich drüber nachdenke. Ich denke, die Menge macht's denn. Jetzt kommt es aber noch viel besser, weil gerade eben werden nämlich viele gesagt haben, so ein großes Boot und dann habe ich nur ein Bett und das ist dann auch nur 1,40 Meter und so weiter. Aber nein, das hier ist quasi eine Ferienwohnung und wenn du Kids hast, dann hast du nämlich hier noch eine zweite Toilette. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, denn eine Toilette wäre viel zu wenig. Du hast ein zweites Badezimmer mit drin, aber nur eine Dusche nehme ich an. Oder? Nein, wir haben hier serienmäßig auch eine Dusche integriert. Und das, was man jetzt hier sieht, also man kann halt auswählen, wenn wir jetzt die Dusche mitbestellen, also das ist halt Standard, das wird halt Standard mit einer zweiten Dusche bestellt oder halt gefertigt, dann haben wir halt ein Badezimmer, was 10 cm nochmal breiter ist. Wir klauen dann hier von der eigenen Koje 10 cm von der Breite und haben dann 10 cm mehr in der Toilette, um die Dusche dann halt noch mit. Die hätte jetzt keine Dusche, das heißt also die Leute würden dann auf dieselbe Dusche gehen wie der eigene. Richtig. Gut, das ist ja auch Geschmackssache, aber das ginge mit zweiter Dusche. Dann habe ich hier eine extra Toilette und mit Schrank und allem drum und dran. Aber jetzt kommt es noch viel cooler und da würde ich jetzt drin pennen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das ist so ein bisschen wie Fahrtwinder. Wenn du mal gerade reingehst, bitte, bist ja 1,80 Meter, hast Strümpfe an und dich mal hinlegst, dass man mal sieht, das ist ziemlich cool. Und jetzt kann ich mir überlegen, entweder schlafe ich mit dem Kopf denn da. Halt in die andere Richtung hätte man die Möglichkeit, dann halt hier zu schlafen, aber die meisten machen es halt dann, denke ich mal, in die andere Richtung. Wegen der Kopffreiheit. Mhm. Aber das ist hier auch wiederum eine. Das ist jetzt in Premium ausgebaut. Das heißt, wir haben auf der gegenüberliegenden ein freistehendes Bett. Mhm. Aber in der Standardversion, so wie es serienmäßig ausgeliefert wird, wird die Wand halt in der Mitte des Bootes gesetzt. Und wir haben jeweils auf beiden Seiten eine Bettgröße von 1,60 Meter mal 2 Meter. So, und hier ist noch ein Schrank drin. Mach mal bitte auf. Da mal reingucken. Das heißt, hier könnte jeder dann auch noch einen Kleiderschrank, hier sind jetzt ein paar Schwimmwesten drin, aber die Schwimmwesten könnte ich auch vorne lagern, oder? Nee, wir haben mehrere Möglichkeiten, diese aufzubewahren. Mhm, cool. Die Türen kann ich zumachen, aber von außen auch nochmal öffnen. Das finde ich wichtig, gerade wenn Kinder da sind, kann ich mit einer Münze dann öffnen. Und hier, da hast du dann das freistehende Bett, das Queensbett, was du hier mit dabei hast. Und ich guck mal gerade, ja, komplettes Queensbett, kannst sogar ein bisschen runtergehen, das ist nochmal ein bisschen geräumiger. So alles ein bisschen Tetris hier an dem Boot, oder? Jeder Zentimeter ist genutzt. Wir haben wirklich mehr als jeden Zentimeter auf diesem Boot ausgenutzt. Wir kriegen immer wieder zu hören, wie funktionell das halt ausgearbeitet ist. Geh mal rein bitte, dass man mal sieht, du kannst nämlich hier runtergehen und dadurch ist die Kopffreiheit nochmal ordentlich. Genau. Das ist schön, das Boot. Ja, also wir haben hier somit die zweite Masterkabine, wo wir halt ein freistehendes Bett haben. Jeder zweite Kunde nimmt halt das freistehende Bett, weil man doch eine andere, sagen wir mal, Position hat, in der man sich dann halt aufrichtet, wenn man halt aufrichtet. Das ist ein bisschen mehr wie zu Hause. Jeder kann mal aufs Klo gehen. Dann das Coole ist, es wankt nicht. Mir gar nicht aufgefallen, wir bewegen uns ja hier in dem Boot. Also es ist so schwer, die 11 Tonnen. Wenn wir da so ein bisschen hin und her gehen, da passiert nichts, oder? Ja, wir haben so, wie ich schon sagte anfangs, ne, ein Hausboot / Yacht und ein Halbgleiterrumpf, der es uns ermöglicht, wirklich fast ohne Wellenschlag hier
im Wasser zu stehen. Das finde ich cool. Also das ist, ja. Also ich habe ja viele Yachten gesehen, gerade wenn du, ihr wart ja in derselben Halle, ihr wart nicht in derselben Halle, in Halle 6 wart ihr nicht, glaube ich. Nein. Nee, aber in die Halle 6 hätte die eigentlich hingehört, aber dafür waren die Boote zu klein. Außerdem ist wahrscheinlich die Miete zu teuer, weil da kommen die ganz Großen rein, die werden nämlich von dem Rhein aus werden die reingezogen. Ja. Das musstet ihr gar nicht machen. Man kann diese Boote auf dem praktisch LKW-Anhänger, kann man die ziehen. Oder? Wir haben die auf dem Trailer mit einer Spedition halt zur Bootsmesse transportiert und die dann halt mit dem Kran abgeladen. Ist alles schön gemacht, auch die Fugen. Ihr habt sogar jemand, der Fugen ziehen kann, wie ich sehe. Wir haben eine Person, eine einzige Person, die den ganzen Tag nur die Silikonfugen macht. Ah, die macht eine das gut. Dame ist das, die hat den Zauberfinger. Ist das geil. Guck dir das mal an. Ich könnte in meinem Leben jemals so Fugen ziehen. Weißt du, wie schwer das ist? Es ist extrem. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ach, schön gemacht, weil das fällt mir immer auf, weil ihr habt ja wahrscheinlich auch Handwerker als Kunden, die hier reinkommen und dann sich das Ganze mal ein bisschen... Die nehmen das richtig unter die Lupe, die ziehen die Matratze raus, die öffnen die ganzen Stauräume, die schauen wirklich halt in die Ecken hinein, aber wie du schon siehst, also wir müssen uns hier von nichts verstecken. Das finde ich wichtig. Also ihr habt vielleicht ein bisschen weniger Bling-Bling wie die ganz großen Yachtfirmen, aber... Ich kann mich nicht beschweren. Ich finde auch hier diesen Ton hier, den ihr gewählt habt, weil hier oben siehst du ja das Weiß. Ich glaube, dass das langlebiger ist, weil wenn du hier extrem weiß arbeiten würdest, das ist sehr hart dann. Das heißt, man sieht sich sehr schnell satt und so hast du einen schönen Ton mit dem Cappuccino, dem Braun. Mhm. Ja, man kann das Boot halt komplett auch in Farbe bestellen. Das heißt, nicht nur jetzt die Außenhülle, sondern auch das gesamte Boot halt in dieser Gelcoat-Farbe einfärben. Ja, vielen Dank. Das heißt, auch innen könnte ich blau haben. Könnte man auch haben, ja. Boah, nee, keinen Bock drauf. Also dann würde ich das lieber... Das heißt, es kommt serienmäßig in weiß, oder wie? Serienmäßig alles in weiß. Gut, ist ja auch eine gute Farbe. Das heißt, das Thema ist natürlich Aufheizen und so weiter. Weiß, aber jetzt habe ich ja gelernt, dass wenn so ein Boot im Wasser ist, wird es von unten ja gekühlt ein bisschen. Das heißt, also es heizt sich nicht so auf, oder? Doch, in den Kojen haben wir dann doch schon halt dementsprechend eine Temperatur, die dann irgendwann bei 30 Grad außen, 30 Grad innen erreicht. Ne? Und Klimaanlage an. Aber ja. die hat ein leichtes Spiel, weil das natürlich winzige Räume sind. Ja, cool. Also das gefällt mir. Das hier ist auch schön ausgearbeitet mit dem Holz und dem Anti-Rutsch. Und wenn du hier reingehst, ich denke, wenn du schon so viel Geld ausgibst, weißt du immer noch viel Geld. Und dann kriegt man trotzdem ein schönes Boot. Und deswegen sind wir auch hier, sind extra nach Berlin gekommen. Um euch das zu zeigen, da könnt ihr eben zunächst sitzen, könnt natürlich auch von außen dann an der Spundwand festmachen. Er hat sich nochmal kurz im Spiegel beschaut, sieht noch gut aus. Ja, top. Sag mal, kann ich hier auch, gibt es auch so eine Art Google Maps für Schiffe hier auf dem Ding? Wir haben hier einen Kartenplotter mit Kartenmaterial drauf, mit dem man halt in Richtung Wannsee kann. Ja, so ein bisschen schneller. Wie lange fahre ich zum Wannsee von hier aus? Ja, je nach Boot. Also mit dem bräuchten wir mindestens 10 Minuten. Doch. Mit einem anderen Boot fährt man keine 5 Minuten. Gut, aber in 10 Minuten wäre ich am Wannsee. Ist der große Wannsee? Ja, ich habe gar keine Idee. Ja, naja, es ist halt, hat halt seine Größe. Ne? Der hat halt kleiner Wannsee, großer Wannsee. Hm. Aber ich habe gar keine Idee. Wie, ist das ein großer See? Kann man sehen von einem Ende zum anderen? Ja. Hm? Also nicht Bodensee, sondern... Nein. Ist überschaubar. Das ist der Wannsee. Wenn du mir den mal gerade zeigst auf den Kartenplotter. Das ist der deutsche Wannsee. Das Schlimme ist ja, meine Mutter ist ja in Berlin geboren, aber ich habe ja gar keinen Bezug zu Berlin, weil wir irgendwie ganz im Westen gelandet sind. Das ist der Wannsee, komplett. Das ist der Wannsee, ja. Das ist der Wannsee. Mhm. Du bist aus Berlin eigentlich? Ich bin aus Falkensee. Was ist denn das, Falkensee? Na, der Grenze zu Berlin. Osten oder? Westen. Okay. ist ja eh scheißegal mittlerweile. Nee, cool. Das heißt, ich kann mir die angucken. Heute haben wir den 19. September und ich kann dich anfassen. Du bist greifbar. Ich krieg die Rechnung aus Deutschland oder aus Polen? Nee, wir verkaufen hier als deutsche Firma. Das heißt, ihr seid ja in der Verkehrbringer, ihr seid auch derjenige, den ich an die Nase ziehen kann, wenn irgendwas ist. Der Ansprechpartner. Okay. Mhm. Wartung von so Motoren, das läuft in praktisch der Marine immer, oder? Na, wir haben hier auch überall, also sehr viele Vertragshändler von Yanmar, die Wartung übernehmen. Mhm.
Da vorne sind so Prospekte. Zeig mir mal bitte das von dem hier. Ist es von diese? Denen haben wir es noch nicht. Weil ist das noch zu neu. Auf den Markt kam. Aber wir haben hier die Futura, die schon sehr, sehr lange auf dem Markt ist. Jetzt Ende der Woche bekommen wir unsere neue Futura. Mhm. Ist das die in Blau, die wir gefilmt haben? Die, das ist eine Futura gewesen, ja. Die so aussah wie aus einem Science-Fiction-Film. Also die, ja, ein spezielles Design, was aber immer noch sehr, sehr gefragt ist. So, sehr schön. Also hier sind wir. Wir werden noch ein paar Boote filmen. Wir haben, glaube ich, insgesamt 3, oder haben wir hier zum Filmen heute? Andreas? Wir haben noch die Seamaster. Ja, die hier. Warte, die machen wir gleich im nächsten Video. Das ist die Seamaster, die kenne ich noch. Oder haben wir die schon gefilmt auf der Messe? Die Seamaster haben wir auf der Messe schon gefilmt, ja. Hm? Die ist ein bisschen größer, ne? Die ist ein Zacken größer, ja. Ist die breiter, oder? Die ist breiter und länger. Ha, da stehe ich total drauf. Breiter und länger. Auf jeden Fall auf länger, aber nicht auf breiter. Aber breiter ist auch in letzter Zeit bei mir angesagt, ja. So, Seamaster, da ist aber jeder Zentimeter, das werden wir gleich sehen, wenn wir da reingehen, das sind nur ein paar Zentimeter mehr, aber das ist immer eine Welt. Mhm. Ich glaube, wenn du nicht so breit bist und die Überlegung hier, wo liege ich denn hier preislich? Wo fängt es denn an bei der Seamaster? Bei der Seamaster geht es ab rund 300.000 los. Also 50.000 mehr kriege ich eine Seamaster und eine realistisch ausgestattete 500? Muss man so eine gute, eine 450 muss man schon rechnen. Ich habe ja 500 gesagt. 500 schon sehr gut, ja. Sehr gut, sehr schön. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ich jetzt Interesse habe und sage, ich will 5 kaufen, habt ihr eine Website oder wie läuft das? Oder google ich jetzt Cobra Yachts? Bei Google Cobra Yachts eingeben. Cobra Yachts, dann kommt ihr. So, sehr schön an Andreas. Hofrichter. Hofrichter mit Doppel-L für uns. Hofrichter, aber er heißt Hofrichter. Und das ist euer Tiny House, das finde ich ziemlich cool. Das ist der Kollege, der hat uns eben auch gefahren. Hallo, du darfst mal einen Schritt näher kommen. Ich hoffe, er ist ordnungsgemäß angemeldet. Ja. Dann darf ich ihn nochmal zeigen. Was hat er für eine Aufgabe? Ja, Martin ist auch für den Verkauf und den Service zuständig. Hallo Martin. So, tschüss, vielen Dank fürs Einschalten. Cobra Yachts im Sommer 2023, Spätsommer, noch 2 Tage, dann ist der Sommer vorbei. Naja. Kalendarisch. Nicht ganz. Doch, 21. September. Nach Kalender, ja. Aber Kalender. Nicht nach dem Wetter. Berlin, wie es leibt und lebt. Tschüss.